Marsch 2020 Shadows. Steht's auf, die Hälfte hat es uns so schon Knie eingebunden. Wer hat trainiert, Friedl, dann hat mal was weggeholt. So ist es, Benni. Darum haben wir keine Bandagen. Die sieht man bei uns nicht. Finch? Ja. Natürlich dürfen wir euch auch unsere Garde vorstellen. Wir fangen an mit unserer Majorin und Trainerin des Marsches, Franziska Schaule. Mit dem Oberlandleutnant und Trainerin zugleich, Jasmin Silber. Unser Leutnant und Trainerin des Gardemarsches, Katharina Berthold. Andrea Kunert. Vanessa Gensdorfer. Sandra Wahl. Nathalie Hammer. Carola Steller. Luisa Schaule. Lisa Schlicke. Elena Christ. Simone Förster. Beatrice Roth. Caroline Geier. Und Alana Livre. Darum haben wir so angefangen, weil das ihr dreimal gilt, ich habe mich, glaube ich, verschluckt. Livre. Ja, genau. Deswegen hast du mich anfangen lassen, dass ich am Schluss. Okay. Aber. Ich hab's ein bisschen so aufgeschrieben, weil den Namen hätte ich nie lesen können. Ich habe echt Löwre hingeschrieben, so wie es ausspricht. Alana, stimmt das, oder? Und wie spricht man es aus? Lefebvre. Jetzt, Fred, hast du gehört? Nee. Lefebvre. Lefebvre. Ich war lang beim Schacht Sebastian und hab französischen Wein dabei probiert. Da musst du aber nicht so sprechen, gell? Da geht's einfacher. Lefebvre. Die Trainerin, Benni, und das muss man sagen, Hut ab vor die Mädels, selber das Eintrainieren, Choreografie, wir werden es dann noch sehen, auch bei der Show, wir haben keine externe Trainerin, das machen alles die Mädels selber, da können sie gegenseitig ans Schädel einschlagen und nicht einmal einen Trainer und einen Präsidenten verantwortlich machen. Das stimmt, Friedl, jetzt hauen sie nur auf Kniescheiben, das sieht man, das sind ein paar Eibunden. Nein, recht herzlichen Dank an euch drei, dass ihr den Gardemarsch einstudiert habt, Dankeschön. Und natürlich als kleines Dankeschön vom Johannes und von unserem Lars wieder Rosen für euch. Johannes, Lars,
Das ist super. Sag das einfach im Publikum, weil in einer Minute nehmen wir es wieder weg, weil wir gleich zur Ordnungstür übergehen. Also einmal austeilen. Jeder merkt sich seine Nummer auf der Rose. Weil die müssen wir danach wieder den Ehrengästen da zurückgeben. Ja, Friede, das ist blöd, weil wir haben es ja der Jugend auch schon gegeben. Ja klar, wir müssen sparen. Richtig, Friede. Die Rosen kommen dann wieder zurück, weil die waren jetzt von der Jugend. Und die Ehrengästen dann noch die Ehrengäste. So schaut's aus. Wir brauchen sie eigentlich für den Rosenmontag, Benni. Für jede Dame, wo dann kommt. Genau, darum ist der Stiel so lang, dass wir es immer wieder ein bisschen abschneiden können. Dass eine Aushalt genau. Ist, glaube ich. Petra hat ja gute Qualität. So ist richtig. Ja, dann kommen wir zur ersten Ordnung, Benni. Richtig, Fred.